Darfst du also morgen aufstehen? Oder darfst du Gott danken sagen, dass es ein guter Tag wird, weil es der Tag ist, den Gott kreiert hat? Du darfst Gott danken sagen für all das Gute, das er für dich vorbereitet hat, das er dir schenken will. Und du darfst Gott danken sagen, dass so viel Gutes auf dich wartet, wo du anderen Menschen kannst helfen, anderen Menschen das Lachen kannst schenken, anderen Menschen etwas kannst weitergeben, weil du und ich, wir sind kreiert, Gutes zu tun. Ich möchte dich recht herzlich begrüßen auf Podcast. Wir sind überzeugt, dass auch genau diese Predigt zu dir wird reden. Darum tue dein Herz auf für das, was Gott auch gerade heute zu dir will sagen. Geben wir all denen, die mit dem Podcast schauen, einen recht herzlichen Applaus. Über das Thema, das ich heute Morgen mit uns zusammen reden möchte, ist das Gute wartet auf uns. Es wartet auf dich, es wartet auf mich. Niemand von uns, und davon sind wir überzeugt, und das lesen wir auch in der Bibel, ist einfach so planlos, ziellos, zufälligerweise so schwupps auf die Erde gekommen, sondern wir alle sind geschaffen, kreiert und designt von unserem Gott im Himmel. Wir sind geschaffen, für einen Unterschied mit unserem Leben zu bewirken, und wir sind sogar dazu geschaffen, all das Gute und all das Geniale zu entdecken, was Gott schon lange im Voraus für dich und für mich vorbereitet hat. Wir lesen das nämlich auch in der Bibel, wie der Schreiber das folgendermaßen beschreibt. Er sagt hier, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Und hier sehen wir eigentlich ein paar spannende Aussagen, die wir jetzt zusammen ein bisschen erarbeiten wollen, oder ich sage jetzt einmal zusammen ein bisschen tiefer eintauchen, für die, die die Bibel dabei haben oder auf dem Handy können aufschlagen, vielleicht selber auch gerade markieren und den Bibelvers auch gerade mitnehmen in ihrem Leben, könnt noch Fotos hier, dass ihr wirklich in der nächsten Woche nicht vergesst, hey, Gott hat so viel Gutes parat für uns. Aber tauchen wir ein. Das Erste, was wir sehen, ist, wir, du und ich sind Gottes Werk. Wir sind geschaffen und kreiert von unserem Schöpfer im Himmel. Ich weiss, es ist eine deutsche Übersetzung. Deutsch ist einfach ein Werk. Wir sind ein Werk, fertig, Punkt, da sind wir. Wenn wir es aber jetzt in Ursprache oder auch in englischer Übersetzung anschauen, wird es ein bisschen ründer und auch feiner beschrieben. Wir können dem Werk auch Meisterwerk sagen. Das vielleicht fragst du, warum sagen wir immer wieder, ich bin einzigartig, ich bin genial, ich bin ein Meisterwerk von meinem Gott im Himmel. Kommt es eigentlich von dort? Wir sind einzigartig, genial, als ein Meisterwerk von unserem Gott im Himmel geschaffen. Und dort drin, in diesem Wort Werk, kann man eigentlich zwei Sachen rausnehmen. Zuerst ist, wir sind ein Meisterwerk. Und wir sind einzigartig. Niemand ist so wie du. Es gibt keine Kopie. Es gibt kein Duplikat von dir, das wäre, glaube ich, das Gleiche. Du bist einfach einzigartig. Aber das Zweite, was wir daraus nehmen können, ist, wir sind noch im Prozess. Wir als ein Werk von Gott sind noch nicht fertig. Gott ist eigentlich das Leben, dran, Leben lang dran mit uns am Schaffen. Er wird das Leben lang uns zu dem genialen Meisterwerk kreieren, wo er von Anfang an geplant hat. Und sein Endziel vom Meisterwerk an uns und bei uns ist eigentlich dann, wenn wir die Erde werden verlassen. Also er hat ein Leben lang Zeit, uns zu dem Werk zu kreieren, wo er von Anfang an geplant hat. Das Zweite, was wir hier sehen, wir sind geschaffen, Gutes zu tun. Also wenn du den Sinn und den Zweck von deinem Leben entdecken willst, wenn du herausfinden willst, warum du da bist auf dieser Erde, wenn du deinen Lebenssinn finden willst, wenn du Glück finden willst, Fülle finden in deinem Leben, dann musst du verstehen und begreifen, dass wir unsere Bestimmung und Erfüllung nur finden, wenn wir das Gute tun, was Gott für uns parat gelegt hat. Also du und ich, egal wie viel Potenzial wir haben, egal wie wir aufgewachsen sind, egal wie talentiert wir sind, egal wie viel wir wissen, egal wie positiv oder negativ unser Umfeld war oder manchmal auch noch ist, wir sind von Gott dazu geschaffen, dort wo wir sind, dort wo Gott uns hergestellt hat, was zu tun, Gutes für andere Menschen zu tun.
Also du und ich, wir sind dazu kreiert, Gutes zu machen, etwas weiterzugeben, ein Segen zu sein für die Menschen in unserem Umfeld. Und wenn wir entdecken, all das Gute, das Gott vorbereitet hat für uns, dann werden wir unseren Sinn fürs Leben finden. Dazu, wenn ich über das nachdenke, kommt mir immer wieder ein Film von einer wahren Geschichte in den Sinn. Es ist der Film von einem jungen Mann, der auf der Suche ist nach einem wahren Glück. Er sucht die Erfüllung von seinem Leben. Und weil er es daheim bei seinen Eltern nicht findet, in seinem Job nicht findet, wo er am Arbeiten ist, und auch in seinem Alltag nicht findet, wo er am Leben ist, verkauft er alles, was er hat, sagt seinen Eltern, er geht jetzt raus in die weite Welt und er geht das Glück suchen. Er geht seine Erfüllung suchen. Der Sinn oder der Zweck, warum er auf dieser Welt ist. Er findet leider Gott nicht oder auch die Kirche nicht, aber er sucht überall in ganz Amerika, reist er quer durch die Staaten, er sucht es in der Natur, er sucht es bei Menschen, die auf Reisen sind, er sucht es überall, aber er findet es nie. Am Ende von diesem Film oder auch von seiner wahren Geschichte landet er im Winter in Alaska, so auf einer Insel, weil es nachher kommt, kann schneien, schneit es ihn ein und der Fluss ist so strömend stark, dass er nicht mehr zurück. Kommt. Er ist quasi eingeschneit auf dieser Insel und kann nicht mehr weg. Bis der Frühling kommt, sehr eine lange Zeit, bleibt er dort. Er verliert dann leider sein Leben dort, weil er wirklich zu wenig zu essen hat. Er kann es nicht mehr überleben. Er findet aber noch einen Unterschlupf in einem Wohnwagen, den irgendjemand abgestellt hat. Hilft ihm noch etwas länger, den Winter zu überleben dort. Und in diesem Wohnwagen findet er ein Buch. Ein Buch von einem Philosoph. Und kurz bevor er sein Leben verliert, schreibt er in das Buch, ich, das wahre Glück ist nur echt und real, wenn man es teilt. Und in diesem Film gesehen, habe ich gedacht, der junge Mann hat entdeckt, was Gott eigentlich schon lange in die Bibel geschrieben hat. Glück ist nur echt, wenn man es teilt. Ein Leben überkommt nur den Sinn, wenn wir all das Gute tun, was Gott uns dafür kreiert und geschaffen hat. Wenn wir weitergeben von dem, was wir haben. Wenn wir grosszügig sind mit dem, was wir haben. Wenn wir unsere Ressourcen verschenken, unsere Zeit, unser Gebet und auch grosszügig weitergeben von dem, was Gott unser Leben hat gegeben, werden wir unser Glück und auch unseren Frieden finden. Aber schon nicht alles. Wir sehen nicht nur, dass wir ein einzigartiges Werk, Meisterwerk, das noch im Prozess ist, geschaffen sind von unserem Gott im Himmel. Wir sehen nicht nur, dass wir dazu geschaffen sind, gut zu tun, sondern, und das liebe ich noch fast viel mehr, Gott hat all die guten Taten schon im Voraus vorbereitet. Sie liegen schon parat. Sie sind schon da. Also musst du nicht einmal anstrengen, Gutes zu tun. Du kannst einfach am Morgen aufstehen und sagen, danke, lieber Gott, wird es heute ein guter Tag. Ich danke dir, lieber Gott, hast du so viel Gutes parat für mich. Und ich danke dir, wird ja all das Gute, was ich sage für andere kann sein, entdecken. Werde ich das können ausleben? Werde ich das können weitergeben? Werde ich ein Lachen können verschenken? Werde ich jemandem können etwas grosszügig können weitergeben? Werde ich meine Zeit können verschenken? Werde ich ein Gebet können geben? Jeden Tag von neuem können wir aufstehen und sagen, heute ist ja ein guter Tag. Es ist der Tag, den der Herr geschaffen und kreiert hat. Gott hat viel Gutes für mich persönlich parat. Aber auch ganz viel Gutes wartet auf mich, was er schon lange vorbereitet hat. Begegnungen, Situationen, wo ich ein Segen für die Menschen in meinem Umfeld kann sein. Das Geniale ist, Gott hat all das Gute, was wir tun können, schon vorbereitet. Das heisst, du und ich, wir sind nicht per Zufall einfach so da auf dieser Erde, sondern wir sind gewollt, geplant, designt. Und Gott hat uns geschaffen zu genau dieser Zeit, in dem Umfeld, wo wir leben, für das wir was können tun, Gutes können tun. Darum, das Gute, was Gott will tun mit dir, wartet jeden Tag von Neuem auf dich. Für das Gute können zu sehen und es vielleicht auch ein bisschen zu entdecken im eigenen Leben, hat mir persönlich die Geschichte von David geholfen. Der David ist ein Mann aus der Bibel, der bei seinem Vater aufgewachsen ist, bei einem Vater, der ihn nicht als Sohn angenommen hat, weil er gemeint hat, es sei nicht sein Sohn. Und so hat er ihn bei seinen Schafen quasi wie verstoßen. Er hat gesagt, David,
Gang auf das Feld, zu diesen Schafen, schau dort, dort ist dein Leben, dort sollst du sein, dort wirst du bleiben. Und der David ist dort in der Einsamkeit, weit weg von daheim, weit weg von seinen 7 Brüdern, weit weg von seinem Familienhaus und hütet die Schafe von einem Vater, der ihn eigentlich nicht angenommen hat. Und der David dort in dieser Einsamkeit hat ein einfaches, oder es wäre ein einfaches gewesen, sich im Selbstmitleid zurückzuziehen. Sag, ich bin arm, niemand ist für mich, alle haben mich vergessen, ich bin irgendwo abgeschoben worden auf dem Feld, bei den Schafen, in der Einsamkeit draussen. Aber statt dass er im Selbstmitleid Raum hat gegeben, lesen wir in der Bibel, hat der David zu pure Gegenteil gemacht. Er hat sich im Harfenspiel trainiert. Und er ist so gut geworden, dass er später einmal einen Königshof hat dürfen spielen mit seiner Harfe, weil das Spiel der König beruhigt hat. Man sagt sogar, er ist so gut gewesen, dass er, man sagt, auch fast die meisten von seinen Psalmen auf dem Feld, in der Einsamkeit, ohne Publikum, einfach so für sich und seine Schafe geschrieben hat. Muss mal vorstellen, der David hat ein Number-Hit nach dem anderen geschrieben. Und die Einzigen, die ihm am Anfang zugejubelt haben, waren ein paar Schafe, die ihm gemacht haben. Der David hat gehört. Bling! Mäh! Gell, genial! Mäh! Findet ihr so Hammer? Mäh! Gut, das ist ab. Der hat mit seinen Schafen zusammen den Frieden gehabt. Er hat seine Psalmen geschrieben. Er hat Gott angebetet. Und ganz ehrlich, wenn wir viele von den Psalmen von David anschauen, haben die Tausende von Jahren überlebt und werden heute noch von Tausenden, wenn nicht von Millionen von Menschen gelesen, werden von Millionen von Menschen zitiert, werden immer wieder gelesen. Menschen finden Hoffnung, Menschen finden Gott drinnen, bei einem kleinen Bub auf dem Feld bei den Schafen, der die Songs geschrieben hat. Zudem hat er noch mehr gemacht. Er hat nicht nur sich im Harfenspiel trainiert und Psalmen geschrieben. Wir lesen auch, wie er sich im täglichen Zweikampf trainiert hat. Er war mit seinen Steinschleudern am Trainieren. Ist ein Bär oder ein Leuch und hat ein Schaf reissen. Ist er sogar bereit gewesen, mit seinem eigenen Leib und Leben sein Ganze zu geben für die Schafe. Jetzt müsst ihr nachheben, von einem Vater, der ihn nicht angenommen hat, mit seinem eigenen Leben zu beschützen. So eine Keystelle für mich aus der ganzen Geschichte von David ist die Situation, wo der David sieht, wie ein Ries, der Goliath, sein eigenes Volk herausfordert. Der Goliath ruft zu den Israeliten, die sich verstecken. Hat er nicht einen den Mut, sich im Zweikampf zu stellen? Statt dass wir einander in einem Krieg begegnen, könnte man ja das Ganze in einem Zweikampf regeln. Der David per Zufall auf dem Feld für den Znüni-Bringer, Essensbringer von seinen Brüdern, sieht den Goliath, wie er sein eigenes, also wie er das Volk von David verhöhnt und auszählt. Und David denkt, gut, wenn sich ja niemand stellen will, dann stelle ich mich dem Goliath. Er geht zum König und er sagt, ich will mich stellen, dem Zweikampf. Der König schaut den, sag jetzt mal, pubertierend Giel an, irgendwo noch nicht voll ausgewachsen, schmächtig, sieht zwar wunderschön ausgesehen, so ist er auch beschrieben worden, und schaut nach und sagt, ja, aber David, du hast ja nicht einmal eine Ausbildung im Zweikampf. Wie willst du dich dem Goliath stellen? Nimm zumindest meine Rüstung. Und die Antwort vom Goliath ist, nein, ich nehme die Rüstung nicht. Und dann lesen wir, aber David geht nicht nach und sagt, ich brauche die Rüstung nicht, weil ich hütete die Schafe meines Vaters, sagt er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn. Müsst ihr hören? Schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Punkt. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch mit diesem unbeschnittenen Philister ergehen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Punkt. Ich wieder David, pubertierend, vielleicht noch im Stimmbruch, das habe ich immer so gemacht. Ja, wenn das im Emmental passiert, ist das noch etwas anderes. Wir sind das gewohnt, jemanden hier und da einen Bär unter den Arm zu nehmen und ihn ein bisschen zu strubbeln und zu sagen, lass meine Herde in Ruhe.
Aber dort in Israel, das ist eine andere Liga. Der David hat das nicht trainiert. Er hat nicht gewusst, aber er hat das Wort gelernt auf dem Feld bei den Schafen. Bei einem Vater, der ihn nicht angenommen hat. Dort hat er trainiert. Und das hat ihm Mut gegeben. Das hat ihm Glauben gegeben. Und der Mut und Glauben, sich dem Goliath zu stellen, der ihn ins nächste Level von seinem Leben geführt hat, der Sieg, hat ihn dann direkt am Königshof vom König geführt, wo er konnte weiter dienen und ganz viel lernen. Der Mut und die Selbstsicherheit kommt von wo? Nicht aus einem irgendwo momentanen Blitzgedanken, wo er gedacht, ich könnte mit dem Goliath stellen, sondern der Mut kommt aus dieser Zeit auf dem Feld bei den Schafen. Und die Geschichte sagt uns eigentlich ganz etwas Einfaches. Wir brauchen keine Rockstars zu sein. Und auch keine wohlhabende Menschen. Auch nicht einflussreiche Menschen. Wir müssen auch nicht riesige Nummern sein, für eine Geschichte zu schreiben. Wir können einfach dort, wo wir sind, in unserem Leben anfangen, Gutes zu tun. Wir können unseren Schafen, die Gott uns jetzt und heute anvertraut hat, wir können ihnen dienen. Auch wenn es vielleicht nicht so attraktiv ist. Aber wir können unseren Kindern dienen. Wir können unserem Arbeitskollegen dienen. Wir können unserem Chef dienen. Wir können dem Umfeld, wo wir tagtäglich leben und sind, dienen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wir alle haben Schafe um uns herum. Und manchmal blöken sie. Und manchmal rufen sie aus. Und manchmal späken sie. Manchmal lauter und manchmal schliesslicher. Und wenn das nächste Mal die Kollegen an der Kaffeemaschine ein bisschen blöd anschaut und die anbeset, weil er nicht einen guten Laune hat, dann denkst du einfach, oh, das Schaf kann jetzt wieder blöken. Da. Gib nur Gas und ich diene dir genau gleich weiterhin. Weil ich bin ein David. Ich habe dort, wo ich bin, in dem Umfeld, wo ich bin, mein Bestes geben. Wir dienen dort, wo wir jetzt sind. Und das Spannende ist, Gott wird es brauchen, für uns weiterzuführen. Schau, ich habe schon viele Leute kennen, die immer den Goliath in ihrem Leben wollen. Sie wollen immer gerade den Goliath-Moment erleben. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo Schubs auf die Welt kommen, Goliath begegnen und dann eine riesen Nummer sind. Aber die meisten Leute begegnen zuerst einfache Schaf. Sie begegnen zuerst einem einfachen Umfeld. Einem Umfeld, das sie vielleicht gar nicht will. Einem Umfeld, das sie nicht wahrnimmt. Einem Umfeld, das sie vielleicht sogar verstößt. Einem Umfeld, das nicht voller Liebe und voller Ermutigung ist. Und dann merken wir, wie Gott zu uns sagt, du, das sind jetzt deine Schafe. Dien denen. Dien dem Umfeld, dien an dem Ort, dien in dieser Kirche, wo du dir dazuzählst, dien in deiner Familie, wo du eingeboren bist, dien an dem Umfeld, wo du tagtäglich kannst arbeiten kannst. Und wenn wir schaffen, unseren Schaf, wo Gott uns ins Leben gestellt hat, zu dienen, wird das uns weiterführen. Und dann werden wir nämlich auch den Mut und die richtige Haltung haben, wenn dann irgendeiner der Goliath kommt oder Psalmen, die entstehen sollten, mit der richtigen Haltung diesen Psalmen und dem Goliath können zu begegnen. Aber ich glaube, ohne Feld, ohne Treue bei den Schafen, kann kein Goliath kommen und werden auch keine tiefgründigen Lieder entstehen, die Menschen über Generationen hinweg können berühren und können weiterführen. Diese Geschichte von David und seiner Wahrheiten sind eigentlich für mich selber wegweisend worden. Es war Herbst 2017 und ich gegen meine Blutkrankheit gekämpft und in dieser Phase auch viele Fragen hatte. Ich habe Gott gefragt, Gott, was willst du? Wie soll ich weiterfahren? Wie sieht meine Zukunft aus? Auch gerade als Prediger. Ich hatte viele Träume in mir. Einer meiner grossen Träume war, ich wollte oder ich hatte die Hoffnung, wie es auch jeder Prediger irgendwo irgendwie hat, dass ich mit meiner Botschaft doch Tausende, wenn nicht mehr und mehr Menschen noch erreichen könnte. Ich habe mir davon geträumt, vielleicht irgendwo in einen Flieger zu steigen und die Botschaft von Hoffnung rauszubringen, zu verteilen in der ganzen deutschsprachigen Welt, weil irgendwo Berndeutsch und so halbwegs Hochdeutsch habe ich mir zugetraut. Englisch war dann auch schon fertig. Aber ich dachte, warum könnte man nicht die Botschaft raustragen, zu Menschen bringen? Und ich habe geträumt davon, dass Gott auch uns als Kirche braucht, für dass diese Botschaft Grenzen kann überwinden kann. Und dann habe ich die Geschichte von David gelesen. Der David, ein einfacher Mann, der bei den Schafen von seinem Vater eigentlich die Schule vom Leben hat bekommen. Und dieser junge Mann hat bei dem Feld, bei den Schafen, sein Bestes gegeben.
Und aus dieser Geschichte aus ist dann auch das Buch Nummer 8 entstanden, wo sehr viel an persönliches Reichen geflossen ist. Und es war, wie Gott durch die Geschichte zu mir sagt, schau, ich kenne all deine Träume in deinem Herz. Ich kenne, was du auf deinem Herz hast. Aber wo sind deine Schafe? Können? Und ich merke, meine Schafe sind hier. Im Emmental. Und dann habe ich gemerkt, mein Job ist es, mein Bestes zu geben für die Leute, die jetzt da sind. Wo Gott mir jetzt vor die Füße gestellt hat. Und dann habe ich mich entschieden, und also zwei Ziele definiert. Du hast gesagt, ein Ziel von mir ist, ich will noch mehr Zeit in meine Predigt investieren. Jetzt gehört, wie Gott sagt, schau, wird noch ein bisschen besser im Predigen. Könntest du noch ein bisschen strukturierter werden? Du noch ein bisschen lernen, mehr in die Kamera zu schauen. Weil wenn Leute einschalten und dazu schauen, ist es blöd, wenn du sie nicht anschaust. Weil sie haben sonst nichts. Oder ich habe mich auch schon Leute gefragt, wieso schaust du immer in die Kamera? Und dann sage ich, wenn du hierher kommst, ist das ganz einfach für dich. Weil du kannst mich anschauen, du kannst die Leinwand anschauen, du kannst das Holz anschauen, du kannst das Licht anschauen, kannst deine Nachbarn anschauen, kannst ein bisschen vorüber die Köpfe schauen, dann kannst du Frisuren studieren. Du kannst immer irgendetwas machen. Was machst du im Livestream? Die nur mehr. Das ist nichts. Die haben keine Holzwand, kein Licht, nichts. Mal schon ein bisschen. Aber dann habe ich gemerkt, wie Gott zu mir sagt, schau, ich will einfach, dass du in die Kamera schaust und du dich trainierst. Gell, ganz ehrlich, wenn mich dann jemand gefragt hat, wieso machst du das, hätte ich gesagt, ich weiss so nicht, frag Gott. Das ist immer noch ein bisschen gäbig, wenn du das Gefühl hast, Gott sagt etwas, kannst du immer sagen, geh mit Gott reden, ich weiss es so nicht. Gut. Ja, dann musst du nicht immer alles erklären, weil ich kann auch nicht alles erklären. Ich habe das Gefühl gehabt, Gott sagt, schau in die Kamera, trainiere dich. Das habe ich gemacht. Fragt mich nicht, warum. Das war im 17. Da war noch Livestream weiter weg. Und all die Pläne. Ich habe das Gefühl gehabt, ich soll anfangen, trainieren und besser werden. Dann bin ich strukturierter geworden. Ja, ich lasse Feedbacken. Es war lustig, ich habe mir ein Feedback geholt von meinen Predigten. Ich hatte einen, der hatte immer das Predigt und hatte den Auftrag, mir ein Feedback zu schreiben. Dann bin ich manchmal geklopft. Da wird der Eisen und Eisen geschliffen. Wir sind jetzt nicht mehr Freunde. Er kommt da nicht zu Kille. Nein! Ist immer noch voll in Kille, aber er hätte jetzt nicht mehr Feedback schreiben müssen. Muss er nicht mehr. Weil er hat doch gefunden, jetzt hast du wirklich ein bisschen Schritt gemacht. Jetzt ist es nicht schlecht gekommen mit dir. Gut. Aber ich habe gemerkt, ich muss mit dir trainieren. Und das Zweite, was Gott zu mir hat gesagt, schau, ich habe keinen Flüger parat für dich. Ich dachte, das ist jetzt noch schade. Er hat gesagt, aber schreiben könntest du noch ein bisschen. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich will nicht schreiben. Meine Frau könnte es viel besser. Ja, nein, die brauchen wir ja auch noch, aber jetzt fangst du einfach mal an. Und dann habe ich angefangen, weiterschreiben. Blogs weiterschreiben. Ja, ich habe Blogs geschrieben. Seit irgendwie im 13. bin ich immer Dienstag, Donnerstag. Sehr strukturierter Mensch, weil ich das gar nicht weiss von mir. Aber Dienstag, Donnerstag, bei Blogs. Dann hat er gesagt, schreib weiter, Dienstag, Donnerstag. Dann hat er gesagt, könntest du ein bisschen kreativer sein? Nein, Dienstag, Donnerstag. Gut, schreibst du weiter in Blogs. Dann habe ich das gemacht. Ich habe angefangen, weitere Bücher schreiben. Und lustigerweise ist, ich bin besser geworden. Im Predigen, ein bisschen strukturierter. Ich habe gelernt zu schreiben. Und weil es ja gute Leute gibt, die mein Berndeutsch, das ich in Hochdeutsch probiert zu verwandeln, dann noch in ein wunderschönes Hochdeutsch verwandelt habe, bin ich auch irgendwie besser geworden. Und das Lustige ist jetzt, 7 Jahre später erreichen wir mit unseren Predigten, mit unseren Büchern, mit unserem Livestream, mit den Coffee Talks, die auf Bibel TV kommen, auch mit den Podcasts, die auch auf Hochdeutsch übersetzt werden. Weil das lassen wir jetzt noch mit Hochdeutsch predigen. Wobei, gestern hatte ich eine Hochzeit. Ich muss euch schnell erzählen. In Hochdeutsch. Ich sehe mit Tafia manchmal einen Eigenlob stinkt, ich weiss schon, aber ich hatte so Freude. Und meine Frau hat gesagt, hast du es sogar noch genossen? Dann habe ich gesagt, ist gut gegangen, gell? Gut. Also, nein, aber das lassen wir gleich. Weil wir haben viel übersetzt, meine Predigt in einem wunderschönen Hochdeutsch. Und ich glaube auch, es ist auch eine feinere, schönere Stimme. Oder vielleicht brauchen das die Deutschen noch eine feinere Stimme. Hochdeutsch ist ja auch eine harte Sprache. Dann wäre es mit meinem kratzigen Stimmli noch fast ein bisschen zu hart. Und darum jetzt ein bisschen fein übersetzt. Gut, ich will eigentlich auch sagen, was daraus entstanden ist. Wir als Kirche sind anfangen, die Welt zu erreichen durch TBN, durch Podcast, durch alles Mögliche. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ich muss nicht einmal in Flüger steigen für das. Nicht einmal. Kein Jetlag, kein grusiges Essen, keine ungesunde Zeitenverschiebungen, kein komisches Zeug. Wenn ich in Flüger steige, dann kann ich in Flüger steigen, wenn ich will. Aber nicht, weil ich muss. Und warum erzähle ich das? Ich habe gemerkt, im 17. hat Gott mir wie ein Wissen gezeigt. Und die Wissen hat etwas daraus entstehen lassen.
Und ich erzähle euch die Geschichte, weil ich glaube, wir alle haben so Wissen in unserem Leben. Wir haben so Schafe in unserem Leben. So Umfelder, wo Gott vielleicht auch gerade heute Morgen sagt, schau, ich sehe dein Herz, wie du die Welt erreichen willst. Ich sehe dein Herz, wie du einen Unterschied machen willst. Ich sehe dein Herz, wie du nach Grossem strebst. Und wir lernen das ja in dieser Kirche. Dass wir nach Grossem streben sollen. Nicht sollen zufrieden sein mit dem Mittelmass, weil Gott gäng noch mehr will und wird bewegen. Von dem sind wir alle überzeugt. Aber manchmal sagt Gott, jetzt fängt es genau da an, wo du jetzt bist. Es fängt in deiner Ehe an. Es fängt in deinem Umfeld an. Es fängt bei deinen Kindern an. Es fängt vielleicht bei deinem Arbeitsplatz an. Es fängt vielleicht damit an, dass du einen Teil von deiner Zeit in die Kirche gehst. Einfach mithilfst. Dienst, gerade dort, was du brauchst, ist vielleicht nicht einmal so krass attraktiv. Aber du fängst an, weil du irgendwo spürst, Gott sagt, das ist dein nächster Schritt. Das ist das nächste Gute, das Gott für uns vorbereitet hat. Ganz ehrlich, wenn der David all das Gute nicht gepackt hat, was auf ihn gewartet hat, auf dem Feld bei den Schafen, wäre er nie Königshof gekommen und hätte dem Saul Lieder spielen können. Er hat es auch nie geschafft oder auch nie den Mut gefunden, sich einem Goliath, einem Ries, in einem Zweikampf zu stellen, wenn er nicht gewusst hat, ja schon mit bloßer Hand Bär erledigt, ja mit bloßer Hand Löwen an der Mähne gepackt, sie geschüttelt und in die Augen geschaut und gesagt, du kommst nie mehr daher, das sind meine Schafe. Dort ist Mut gekommen, dort ist Glauben gekommen. Dort ist Zuvertrauen gekommen, Zuversicht gekommen. Und er hat gewusst, Gott ist bei mir. Ich liebe es, wie er am Schluss zum Saul sagt, Gott hat mir bei den Löwen geholfen. Gott hat mir bei den Bären geholfen. Dann wird mir Gott auch bei dem Philister helfen. Bei dem Unbeschnittenen, der sich über unser Volk lustig macht, wird Gott auch dort bei meiner Seite sein. Schau, das Feld bei den Schafen. Das Gute, das auf uns wartet, ist oftmals, ich wage sogar zu behaupten, meistens viel näher, als wir denken. Und ganz ehrlich, auch wenn wir anfangen, das Gute auszufüllen, das Gott uns vor die Füße gelegt hat, wird nicht alles Gute gerade zum nächsten Goliath führen. Es wird auch nicht alles Gute gerade zum nächsten Number One Hit führen. Aber es wird der nächste Schritt sein, wo du sollst gehen. Und das nächste Gute wird schon wieder warten auf dich. Und so gehen wir Schritt für Schritt vorwärts auf all das Gute, das Gott vorbereitet hat, was wir tun können. Wo wir ein Segen sein können für Menschen in unserem Umfeld. Und durch das werden wir nicht nur erleben, wie Gott uns weiterführt, sondern wir werden auch den Sinn und den Zweck für unser Leben finden. Wir werden Frieden finden. Wir werden Freude entdecken. Und wir werden Glück finden. Und wir werden irgendwo zurückschauen auf unser Leben und sagen, wow, was ich mit Gott hat dürfen erleben, ist so erfüllend. Es ist so schön. Ich kann weitergeben von dem, was Gott mir schon geschenkt hat. Weil Gott hat mich berufen, Gutes zu tun. Wir sind ganz und gar, wir alle, gibt keine Ausnahme. Jeder Mensch auf dieser Erde ist ein Meisterwerk von unserem Gott im Himmel. Und durch Jesus Christus sind wir dazu kreiert und dazu geschaffen, Gutes tun zu können. Er hat sogar, sagt der Paulus, unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie in unserem Leben Wirklichkeit werden können. Darfst du also morgen aufstehen? Du darfst Gott Danke sagen, dass es ein guter Tag wird, weil es der Tag ist, den Gott kreiert hat. Du darfst Gott Danke sagen für all das Gute, das er für dich vorbereitet hat, das er dir schenken will. Und du darfst Gott Danke sagen, dass so viel Gutes auf dich wartet, wo du anderen Menschen kannst helfen, anderen Menschen das Lachen kannst schenken, anderen Menschen etwas kannst weitergeben. Und du und ich, wir sind kreiert, Gutes zu tun.